Seit 2001 haben wir Halo auf dieser Welt. Ich meine, wir in Europa haben es natürlich ein bisschen später bekommen, was nicht so schlimm ist, so war es halt früher. Und ich konnte Halo 1 seit Tag 1 zocken. Ich meine, ich war immer fasziniert von der Story, von dem Gameplay, von der Aufmachung. Es hat einfach von vorn bis hinten funktioniert. Und für die, die es nicht wissen, mein erstes Halo-Teil war nicht direkt die Vollversion, sondern damals die Demo, die man in einer CD hatte. Es ist ja nicht schwer zu erkennen, dass ich ein Halo-Fan bin. Ich meine, die ganzen Figuren, die Spiele, die sagen ja schon aus, Leidenschaft ist für mich Halo. Und da das so ein Oldschool-Thema ist und ich mir gedacht habe, hey, ich packe einfach meinen Oldschool-Pulli raus. Digga, ich muss das mal langsam echt wegschmeißen. Für das Video hat das jetzt gepasst. Habe ich mir gedacht, wir sprechen heute über unser Lieblingstitel Halo, aber so, wie wir es wollen. Heute geht es nur darum, wie wir uns wünschen, wie Halo 7 aussehen könnte oder am besten vielleicht sollte. Vorweg, ich möchte keinen Streit, ich möchte nicht hören, dass das dumm ist oder hast du nicht gesehen. Jeder soll sich sein Halo vorstellen, wie er möchte. Ich kann mir schon denken, dass wir zu einem großen Teil an guten Nenner kommen, weil nach so vielen Halo-Teilen haben wir schon, glaube ich, ein Näschen, was wir wollen. Ich, der auf jeden Fall seit Halo 1 das durchgehend zockt und mit Halo 1 und 2 richtig geil abgefeiert ist, habe natürlich auch mein Bild von einem Halo-Teil. Und ich muss auch dazu sagen, die meisten unter euch da draußen, für euch ist Halo 3 meistens der Einstieg gewesen. Und ich kann es nicht verübeln. Halo 3 ist ein echt gutes Game. Aber man darf nicht vergessen, Halo 3 hat es aber auch nie einfach gehabt. Ne? Also das muss man auch dazu sagen. Also ich werde nie vergessen, als Halo 3 rauskam, dass das Erste, was man medial bemängelt hat, wie die Grafik einfach nur aussieht. Dass es nicht groß deutlich besser ist als in Halo 2. Na, also rückblickend betrachtet mag man vielleicht da irgendwo recht haben, aber ich fand es auf jeden Fall. Ne? Ich fand es Bombe. Halo 3 habe ich genauso geliebt. Das war übrigens mein richtiger großer Peak, wo ich dann Multiplayer eingestiegen bin. Und wenn wir schon dabei sind, Thema Multiplayer, Kampagne, wie soll's aussehen? Nochmal, um über die Realität hier zu sprechen. Halo hat in den vergangenen Jahren nicht alles perfekt gemacht. Vieles natürlich gut gemacht, so ist es nicht, sonst würde man, glaube ich, bis heute auch nicht am Ball bleiben. Vor allem wegen der großartigen Kampagne. Und das ist nun mal das Allerwichtigste, so sehe ich das. Kein Ego-Shooter hat eine Story erzählen können wie Halo. Damals bis jetzt durchgehend eine gute Story. Mal mit Schwächen, mal mit Stärken. Ist egal, welchen Teil man gezockt hat, für jeden mehr, für den anderen weniger, hat man gerne die Kampagne immer und immer und immer wieder gespielt. Halo 3 habe ich sehr oft wiederholt. Halo 3 Odyssey habe ich sehr oft wiederholt. Reach brauche ich jetzt gar nicht damit anzufangen. Diese Kampagnen habe ich sehr oft hintereinander gezockt. Ab Halo 5 war es anders. Halo 5 habe ich nur einmal einen einzigen Run bis jetzt gemacht. Die Halo Infinite Kampagne hat mir im Vergleich zu Halo 5 eine Menge Spaß gemacht. Dieser Open World Aspekt war vollkommen in Ordnung. Aber jetzt kommen wir nämlich zu meinem Punkt zur Kampagne und meinem Wunsch. Ich per se möchte nicht mehr ein Open World in Halo. Es ist ein schwieriges Thema, weil an sich hat das ja in Infinite ja gut geklappt. Man muss nicht zu weit weg reisen oder sonstiges, wenn man das jetzt mit Assassin's Creed oder andere Rollenspiel-Games mit Open World jetzt mal sich vor Augen schaut, ist Halo Infinite wirklich super gelöst, dass man nicht zu viele Aufgaben hat. Was mich nur ein bisschen traurig gestimmt hat durch diesen Aspekt, ist die Story so irgendwie ein bisschen kurz gelaufen. Also es hat keine wunderbare Erzählgeschichte, kein schönes Telling. Und da wünsche ich mir eher, geht bitte wieder zurück auf das Lineare oder von mir aus größere Sandbox, wie auch immer, damit ihr aber euch fokussiert auf eine wunderschöne Storytelling. Vielleicht, dass auch dann irgendwelche Events da passieren. Sprich, wir gehen irgendwo durch, ein Gebäude fällt um, whatever. Das hat zum Beispiel Halo 3 ODST sehr schön gemacht. Wenn man über die Brücke fährt, von Weitem sieht man, der Lift geht kaputt. Hat wunderbar funktioniert. Und da ich immer noch Halo so ansehe, dass die Kampagne wichtiger ist als im Multiplayer, sollte da der Fokus gesetzt werden. Und vorweg, bevor jetzt irgendjemand schreit, die Kampagne ist nie wichtig, das größte, bessere oder das allerwichtigste ist der Multiplayer-Bereich bei Halo. Es stimmt schon, dass der Multiplayer-Bereich das am meisten gezockteste Bereich natürlich ist in Halo. Gar kein Thema. Aber
Der Kaufgrund ist nun mal die Kampagne, das Storytelling. Das ist der Kaufgrund, das ist der Zauber. Und das ist der Zauber, was mich jedes Mal, wenn ich ein neues Halo-Titel sehe, bin ich nur geil drauf auf die Kampagne. Mein Gedanke am Multiplayer ist das zweite. Und das sieht man ja. Call of Duty hingegen kann man zum Beispiel nichts davon sagen. Call of Duty hat keine lineare Erzählergeschichte. Natürlich bei Black Ops vielleicht oder so, ne, was man so mal reinkam. Modern Warfare. Aber in der Regel ist der erste Gedanke, wie der Multiplayer-Bereich wieder. Kampagne denkt man eher weniger dran. Ja, ist so. Außer man liest irgendeinen bestimmten Titel, der jetzt kommt, aber ne, ich glaube, man weiß schon, worauf ich hinaus will. Ich möchte wieder starke Gegner haben. Ich möchte von mir aus gerne mal wieder was Düsteres haben. So möchte ich es gerne bei Halo 7. Ein bisschen düster, ein bisschen trauriger. Das hat Reach sehr gut für mich umgesetzt, dass man ein bisschen was richtig Schlag auf die Fresse kriegt. Wichtige Charaktere, die gestorben sind. Das war auch bei Halo 3 das Ausschlaggebende. Das hat mich bei Halo 3 so umgehauen. Mit Sergeant Johnson, mit Miranda. Das war so ein bisschen, das hat so einen bitteren Beigeschmack gehabt. Und diesen bitteren Beigeschmack hätte ich auch gerne wieder in Halo Infinite. Ich muss sagen, das mit Cortana bei Halo 5, das hat mich null gejuckt. Am Anfang ging's, aber als der Faden immer weiter ging, war es bei Halo 5 leider nicht so. Es hat mich nicht so ganz gejuckt. Weil irgendwie war das nicht für mich so ganz, was ich abgekauft habe. Und in Halo Infinite, muss ich ehrlich sagen, weiß ich jetzt auch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Das Einzige, was ich so ein bisschen traurig fand, mit den Spartans, die man so manchmal entdeckt hat, die tot sind, oder mit dem einen Spartan, den man gesprochen hat, das war cool. Man hat so ein bisschen gemerkt, wie es den Chief mitgenommen hat mit den Spartans. Aber da hätte man mehr daraus erzählen müssen. Mehr. Irgendwie vielleicht hätte man einen Spartan mitgenommen. Dann ist er irgendwie gestorben. Whatever. Also es fehlte wirklich dieses Prickeln, ne? Genauso wie die schwarze Elite, die eingeführt worden ist. Wo man denkt, boah krass, du wirst jetzt von schwarzen Eliten gejagt oder irgendwie sowas. So, dass es so eine spezielle Truppe ist. So hinterrücks kriegst du einfach ein Schwert ab. Das war auch nichts. Was ich brauche, dieses schöne Nervenkitzel, dass ich mich richtig wieder in den Chief hineinfühle. Dass ich die Umgebung wieder wahrnehme, wie in Halo 2, Halo 1, Halo 3. Das bräuchte ich wieder. Beklemmendes Gefühl wie mit der Flat. So wäre meine Vorstellung zu der Kampagne zu Halo. Multiplayer-Bereich hingegen hätte ich gerne mehr Content in einem Zyklus, vielleicht wie in einem Fortnite oder vielleicht wie bei einem Call of Duty. Gibt uns mehr Waffen. Ich meine, Halo 5 hat das ja mit dem Feuergefecht, mit dem Warzone, was sie da hatten, richtig nice gemacht. Mit den Karten, dass man da mal die neuen Waffen raussucht. Könnten wir vielleicht in der Form wiederbekommen. Das hat mir so Spaß gemacht, zum Level zu steigen, mit der Requirierung, dass man dann in dem Moment bessere Kartenwaffen kriegt. Und warum nicht? Das war nice, das hat Spaß gemacht. Oder Modis rausbringt, wo man halt diese besonderen Waffen zocken kann. Jeder startet mit derselben besonderen Waffe und muss dann auf der Map welche finden oder man macht einen Spartan fertig vorher und geht mit diesen Waffen rein. Irgendwas, was eine kleine Nische aufbaut. Für mich persönlich noch Big Team, großes Thema. Big Team mag ich. Ich habe aber keinen Bock, von 10 Spielen 6-mal Capture the Flag zu zocken. Und vielleicht nur 2-mal allerhöchstens. Wow, es geht jetzt nur noch um Spieler töten. Nicht mehr die Count zählen, wie viel oft du die Flagge genommen hast oder sonstiges. Das würde ich mir komplett wünschen, dass man das selber mal raussuchen kann, dass man sagt, man möchte nur so einen Modi zocken. Ich weiß natürlich nicht, wie groß die Anzahl ist und ob überhaupt Spieler so viel gesucht werden und gefunden werden. Das ist klar. Wahrscheinlich hat man sich deswegen auch entschieden, nee, wir machen Big Team nur noch, man spielt verschiedene Modi, so müssen wir nicht, kenne mich jetzt nicht PC-technisch aus, mehrere Server laufen haben, dann könnte man sich auf einen Server konzentrieren. Ist okay. Vielleicht wäre es auch schön, bei den Seasons so eine Art kleine Story mit einzubauen. Je nachdem könnte man jetzt sagen, man macht eine Cutscene, wie wir das so manchmal hatten bei den Seasons, kam eine Cutscene und kam ein bisschen Storytelling. Wie wäre es, wenn man beispielsweise sagt, okay, du kaufst den Battle Pass, das würde mir jetzt auch kein Problem bringen. Du steigst in den Battle Pass, Beispiel, das innerhalb der Multiplayer. Wenn du es nicht machst, ist auch nicht schlimm. So, und dann, sobald die neue Season kommt, kann man sich dann die Storytelling-Cutscenes vorher angucken. Dann soll das für jeden freigeschaltet sein.
für die, die dann sofort alles haben wollen mit neuen Skins und Waffen und die Storytelling jetzt sofort hören möchten, gut, sollen die sich dann Battle Pass kaufen. Wie auch immer. Das wäre aber jetzt nur eine kleine Nische, weil für mich ist immer noch das Besondere, bitte Big Team groß machen und seid mal kreativer mit den Maps. Maps, die gut aussehen, Spaß machen, vielleicht auch die Map verändern und nicht nur, wir nehmen alte Maps und machen neuen Design drüber. Das ist ja teilweise echt schockierend, wie einfach sich 343 die Arbeit macht. Ich meine, man könnte jetzt rüberschielen zu Call of Duty, die machen es nicht anders. Das habe ich schon ein paar Mal bei den Call of Duty YouTuber gesehen, dass sie sich echt darüber beschwert haben, dass es immer dieselben Maps sind, nur ein bisschen anders aussehend. Kann ich aber in dem Fall nicht mitreden, ich kann es aber nur bei Halo. Und da hätte ich mir gerne mehr Maps gewünscht. Oder mal neue Vehicles, die dann die Map so ein bisschen mehr verändern. Das wäre mal so geil. Das haben die auch in Halo 5 mit dem Kriegsgebiet gut umgesetzt. Man könnte das auch jetzt komplett zusammenfügen und sagen, hey, bringt nochmal Kriegsgebiet raus. Das hat Spaß gemacht. Und kommt bitte nicht an mit fast 4 Jahren, dass wir jetzt nur 8 Maps rausgebracht haben. 3 BTB oder sowas, was da war. Das wäre so ganz blöd. Mein Fokus, natürlich, klar, Kampagne. Ich möchte wieder eine schöne, erzählte Kampagnen-Story haben, wie zu damaligen Zeiten Halo 1 bis Reach, beziehungsweise 4. Eine schöne, strukturelle Geschichte, wo man die einfach von Anfang bis Ende folgen kann, ohne irgendwie, man muss ein Buch kaufen von mir aus. Wenn es um andere kleine Mini-Side-Geheimnisse geht, kann man sich ein Buch kaufen, ist okay. Aber nicht, man muss zwingend ein Buch kaufen, um zu verstehen, was in diesem Halo-Spiel weitergeht. Weil sonst kommt danach wieder ein Buch raus und dann haben vielleicht Leute, die nur die Bücher meistens gerne konsumieren, dann auch irgendwelche Lücken. Ich möchte diese Lust wieder bekommen. Ich habe die Kampagne gesuchtet, Digga, ich muss das nochmal zocken. Es hat so Spaß gemacht und dann will ich es nochmal zocken. Also das, was Halo 1, 2, 3, wie auch immer, so neu gemacht haben, so gut gemacht haben, hätte ich gerne wieder. Weil das, was Halo groß gemacht hat, ist in erster Linie, bin ich immer noch dafür, die tolle Kampagnen-Story. Multiplayer nach wie vor für diejenigen, die ich jetzt auf den Schlips getreten bin. Ja, es ist auch sehr, sehr, sehr wichtig. Aber es geht mir um den Kaufgrund. So, und das ist nun mal die Story. Wir kommen nicht drum herum weg, die Story ist wirklich gut geschrieben. Mag sein, dass es auch sehr viele Spieler gibt, die noch nie die Kampagne gezockt haben, weil die direkt sich auf das Multiplayer geschmissen haben. Aber sehr, sehr, sehr viele da draußen haben nun mal immer als erstes die Kampagne gezockt. Wie stellt ihr euch euer Halo vor? Wie soll euer Halo 7 aussehen? Tobt euch aus, schreibt es rein, vergleicht das mit den Spielen, was ihr früher zu Halo gezockt habt. Welche Secrets oder wie auch immer wollt ihr da gerne wiedersehen? Packende Story, irgendwas, was euch zum Nachdenken bringt, was euch emotional berührt hat. Oder wo ihr richtig mitgefiebert habt. Sei es wie bei Halo 3, wenn ihr zum allerersten Mal auf der Arche landet. Diese Cutscene finde ich persönlich immer noch heavy geil. Die Musik war geil. Die Aufmachung war geil. Halo 2, wenn man zum ersten Mal auf den zweiten Ring kommt. Genau dasselbe. Richtig geil inszeniert. Und Halo Reach, muss ich schon dazu sagen, es war schon ein geiles Storytelling. Und hat ziemliche krasse Momente auch gehabt. Ich sag nur George und Emil. 2 der Favorites. Auf eure Geschichten, auf eure Gedanken, auf euren Wunsch bin ich gespannt, wie soll 343 für euch euer Halo umsetzen. Schreibt das bitte rein, tobt euch aus und ich würde dann gerne dazu noch weitere Videos machen, dass wir mehr darüber uns unterhalten, über Halo 7, dass wir gemeinsam Halo 7 beobachten, wie das aufgebaut wird, wo man vielleicht sogar jetzt noch eingreifen kann, intervenieren kann und mal gucken, ob wir dann mit Halo 7 hoffentlich mehr Glück haben als in den letzten beiden Teilen. Das war's von mir. Wir sehen uns im nächsten Video. Also haut rein!